Lärm treiben! Ich brauche ein neues Magazin! Da sind sie! Das hat ja nicht lange gehalten. Ah, Scheiße, ey. Kraftvolle Gegner. Toll. Wieder gestorben. Ah, du Scheiße. Alter, warum treffe ich denn nicht? Sind eigentlich alle total bescheuert, oder? Boah. Ah, fuck you. Mann. Bam. Du Vollhonk, Alter. Boah, hat er mich jetzt aufgeregt. Mit dieser Scheißwaffe kann man doch gar nichts haben. Zum Glück habe ich ja noch die Waffe. Geh nochmal hier rein, abchecken. Meine Güte. Chaos, Chaos. Oh, renn mir nicht von der Nase rum, ey. Wie kommen wir nach Finken rein? Illegal. Suchen wir uns einen anderen Weg. Endlich sind die alle tot. Hilf mir mal mit dem Schloss. Kein Problem. Fertig. Okay, was ist da drin? Toll. Der Waffenschmied Chen Lin besucht wegen Kontakten zu Gesetzlosen. Bla bla bla. Sie Fitzroy. Unser Mann ist anscheinend ausgeflogen. Das ist nicht gut, oder? Nein. Wo lang? Ach so, okay. Boah, ey, das Spiel, das verlangt von mir so viel Nachdenken und so. Da, Slates Schrank. Wo? Was hier gearbeitet habe. Wo? Das Tagebuch meiner Mutter. Wieso hatte Slate es? Mein Mann behauptet dauernd, das Kind wurde von Gott erschaffen. Durch Gottes Willen. Ich bin gläubig, aber nicht dumm. Sein Bastard soll nicht unter diesem Dach aufwachsen. Meine Mutter. Oha. Sie ließ mich in diesen Turm sperren. Oha. Ich will raus aus dieser Stadt. Bitte. Ja. Wir kommen ja raus aus der Stadt. Kein Problem. Das kriegen wir hin. Batz! Immer schön davorhauen. Ich grüße euch. Mein Name ist Jeremiah. Warum ist das so links? Und ich möchte euch mitteilen, woran ich glaube. Was ist das bewundernswerteste Tier auf Gottes Erde? Die Biene. Halt die Klappe. Habt ihr schon mal eine Biene im Urlaub gesehen? Oder eine Biene, die krank macht? Nun, Freunde, die Antwort ist... Nö. Nein. Und darum, seid wie Bienen. Seid wie Bienen. Seid wie Bienen. Ans Telefon gehen. Hallo? Wer ist da? Hallo? Mr. DeWitt? Ja? Ja? Mr. Fink will Sie sprechen. Was ist denn? DeWitt? Fink hier. Hören Sie, mein Junge. Wir hatten Sie im Auge. Und ich kann Ihnen sagen, Sie sind unser Top-Kandidat. Top! Mein Partner, Mr. Flambeau, hilft Ihnen, falls Sie etwas brauchen. Was sollte das denn? Keine Ahnung. Der ist ja merkwürdig erfreut, Sie kennenzulernen. Tja, und jetzt? Geht das Ding auch mal auf? Achso, es geht noch weiter. Tja,
der Mann hat ein Ego. Ja, das auf jeden Fall. Dann steht da nicht so eine Figur von ihm. Aus Gold auch noch. Und die Uhr ist aus Silber. Was ist das denn? Da, rennen wir! Ich sag euch was, ich lasse nicht zu, dass man euch armen Leute in irgendeinem zwielichtigen Laden abkocht. Der Fink Company Store bietet euch... Fink, oh, seid doch nicht so laut, Alter! Ah, krass. Für die Fink-Arbeiter. Ja, und jetzt? Okay. Jetzt kann ich wieder lauter machen, ein bisschen. Bissel. Mr. DeWitt, willkommen in Finkton. Sie finden hier eine Reihe verschiedener Utensilien für die Dauer Ihres Besuches. Danke. Schön. Revolver. Was will Mr. Fink von uns? Verzeihung, Miss, aber Mr. Finks Interesse gilt nur dem Gentleman. Warum? Bedauere, junge Dame. Aber Fragen über die Bewerbung des Gentlemans sollten direkt an Mr. Fink gerichtet werden. Dass das eine gute Entwicklung ist? Ich finde das nämlich überhaupt nicht. Unzufrieden mit dem Lohn? Wie sieht's aus? Zum Waffenschmied oder im Uhrenladen Vorräte auffüllen? Wo ist denn der Dingsladen? Wollte das Präsidentenamt nur annehmen, wenn man ihm nur einen Dollar pro Jahr bezahlte? Pro Jahr. Haltet Geld und Beruf stets auseinander. Weniger Rückstoß. Ja, komm, kaufen wir das mal. Das ist eh das Einzige, was wir uns kaufen können. Was ist los? So interessant. Nein, noch nicht. So, jetzt können wir gehen. Zack! Jetzt geht es los. Okay. Jetzt müssen wir die nur noch überzeugen, wa? Wenn wir sie finden. Die Waffenschmiede. Komm nicht zu nah ins Feuer, Kleine. Verbrennst dir noch die Finger. Na und jetzt? Was soll ich hier machen? Hier scheint es ja irgendwie nicht weiter zu gehen. Ah doch, da. Ah, jetzt geh nach oben. Ist dir kalt oder warum umarmst du dich selbst? Hier dürfte es ja eigentlich ziemlich warm sein. So, oh. Hab was drüber gelesen. Das ist Gautama Buddha. Wer? Der Gründer des Buddhismus. Verbrachte 49 Tage unter einem Bodhi-Baum, bis er erleuchtet wurde. Irgendetwas sagt mir, dass Comstock keine anderen Götter neben sich duldet. Hallo? Hallo? Mr. Lin? Chen Lin? Ist jemand da? Was ist hier passiert? Jemand hat hier alles auf den Kopf gestellt. Bestimmt die örtliche Polizei. Wer heult? Hören Sie das? Unten ist jemand. Unten? Bist du dir sicher? Da! Tatsache. Verzeihung. Nun entschuldigen Sie die Störung. Wir suchen Mr. Lin. Mr. Chen Lin. Booker. Mr. Lin, nicht hier. Sondern? Fort. Fort? Sie geholt. Fliegereinheit.
Ich beten Gautama Buddha. Beten bringen Mann zurück. Bringen Mann zu Meilin. Und wo ist er jetzt? In Club. Alle bringen in Good Time Club. Good Time Club. Wo ist dieser Club? Ma'am, bitte, wo ist dieser Club? Luca, wir finden ihn. Lassen Sie sie. Ja, dann geh jetzt. Populi hilft Chenlin. Warum nicht Daisy Fitzroy hilft Chenlin? Wer ist die Fliegereinheit? Cops. Die Sorte, die Lin wahrscheinlich gerade in die Mangel nimmt, um zu erfahren, wie eng er mit Daisy Fitzroy ist. Ist das nicht die, für die wir arbeiten? Ja, genau so ist es. Okay. Okay. Jetzt werden wir in den Club so und so gehen müssen. Aber wo komme ich nochmal raus? Da? Jo. Geht ab. Scheiße. Keine Munition mehr. Ah. Mann. Ich kann sie nicht leiden, Mr. DeWitt. Aber ich gebe zu, im Kampf stehen sie ihren Mann. Ja, normal. Und dann gibt es noch die Oh, Waffen. Hier ist es, Mr. DeWitt. Jetzt müssen wir nur noch rein und Mr. Lynn finden. Oh yeah. Jetzt müssen wir ihn nur noch finden. Warum hat denn eine Fliegereinheit den hier hingeholt? Das ist doch direkt nebenan. Da, der Witz, mein Junge. Tja, die besten Einstellungstests sind die, wo einer gar nicht merkt, dass er getestet wird. Aber ich habe sie seit dieser Verlosung da neulich beobachtet. Sie sind ein harter Hund und in solchen Zeiten... Danke, dass ich ein harter Hund bin. Wie er sich ausdrückt. Sie sind ein harter Hund. Ich habe Geld gefunden. Was wollen Sie? Ja, Bedarf habe ich. Jedenfalls. Danke. Aber ich kann ja trotzdem noch nichts alles kaufen. Da hätte einer wie ich schon Verwendung für einen alten, pinkerten Mann wie Sie. Suchen wir Chen Lin und dann nichts wie weg. Also, ich verlange nur, dass Sie die Sache zu Ende bringen, DeWitt. Wir wollen die anderen Bewerber nicht enttäuschen. Unser erster Kandidat ist ein Veteran aus Peking. Los, mach! Was sagt man doch gleich über alte Soldaten? Also, ich setze auf Sie. Er ist ein alter Hase im Umgang mit Sprengstoff. Der einzige, den ich kenne, der dabei keine Gliedmaßen verloren hat. Vorsicht, Fireman! Schmorgehör! Ich hab Munition. Ja, dann geh mal her. Ich brauche aber Leben. Und zwar richtig dringend. Ja, die 10 Kids. Oh. Wo ist der dein Fleisch sein? Feuer, reinigt!